Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir einmal über die Wechseljahre der Männer. Gibt es diese überhaupt? Ist das ein Mythos oder haben Sie auch hormonelle Schwankungen? Darüber darf ich mit Marianne Krug sprechen. Sie ist Hormonspezialistin und Ärztin und sie wird wie immer umfassend und überraschend dazu berichten. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Marianne. Ja, hi, hi Silvia. Schön bist du bei uns. Und heute haben wir mal ein Thema, das ich selber auch sehr spannend finde, weil eben bei den Frauen ist das immer so im Vordergrund, diese hormonellen Störungen und eben gerade auch in vielen Beziehungen, die dann zu dieser Zeit kriseln, hat immer die Frau so einen großen Part. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt von dir zu hören, wie sieht es denn mit den Männern aus? Deine Frage, Wechseljahre der Männer. Ja. Ja. Wenn ich die Frage ganz schnell beantworten möchte, sage ich nein, es gibt sie nicht. Ah, okay. Denn Wechseljahre heißen Wechseljahre, weil bei der Frau etwas ständig wechselt, wenn ein Organ verschwindet. Okay. Das Organ Eierstöcke verschwindet. Das wird wie weggewischt bei der Frau. Und dieser Prozess führt zu großen Schwankungen. Und deshalb heißt das Wechseljahre. Also jetzt muss ich mal nachfragen, weil das ist mir jetzt auch schon mal, das ist mir nicht so richtig bekannt. Also die Eierstöcke werden wie weggewischt. Also ich habe einfach gedacht, die atrophieren und werden zu Bindegewebe. Die sind nachher nicht mehr vorhanden. Ah, okay. Das und das ist der große Unterschied. Ja. Ja, das ist gut, dass wir darüber reden. Ja, das ist gut. Ja. Ja, und auf jeden Fall so ein Organverlust, der führt zu großen, großen Schwankungen. Ja. Und das sind die Wechseljahre. Und das gibt es beim Mann nicht. Also dessen Keimdrüsenhoden, die bleiben erhalten. Die verschwinden nicht. Was es aber gibt und was immer wieder zu dieser Fragestellung führt, ist, dass der Mann, wenn der in seine Jahre kommt, auch Symptome hat. Ja? Es gibt Männer, die haben Hitzewallung. Es gibt Männer, die sind depressiv, so ab den 50er, 60er Jahren etwa. Ja? Es gibt Männer, die nur noch gereizt und aggressiv sind. Ja? Und dann kommt leicht so die Idee auf, sind das nicht die Wechseljahre des Mannes? Aber der Name wäre falsch. Was es gibt, ist einen hormonellen Zusammenhang mit der Lebensqualität eines Mannes. Den gibt es sehr wohl. Nur die Veränderung findet beim Mann nicht in einer Auf- und Abwärtsbewegung statt, sondern in einem linearen Abfall seines hauptsächlichen Sexualhormons Testosteron. Wir wissen, dass ab dem 30. Lebensjahr pro Jahr 1% des Testosterons abnimmt. Und man muss sich so vorstellen, nicht jeder Mann merkt einen Abfall im Testosteron. Wir sind ja nicht alle gleich. Ja? Wir haben also Männer, die kommen von einem sehr hohen Niveau. Und dann gibt es Männer, die kommen von einem mittleren oder von einem tiefen Niveau. Und ab dann wird dann gezählt, wie sich das abbaut oder weniger gebildet wird. Und es gibt sowas wie eine Schwelle unterhalb derer, oder wenn das Hormon Testosteron, wenn der Spiegel unter diese Schwelle sinkt, wird der Mann symptomatisch. Das heißt, er merkt irgendwas. Beim einen früher, beim anderen später. Ne? Beim Mann kommt noch hinzu, dass
dass wir da auch unterschiedliche Empfindlichkeiten haben. Ne? Manche Männer reden da überhaupt nicht drüber, weil Hitzeballon, naja, die sind halt da. Aber die kämen nie dazu, das einem Arzt zu erzählen. Ja, ich habe das jetzt auch noch nie gehört, dass ein Mann mir gesagt hat, ich habe Hitzeballungen, oder? Naja, eben, das würde, also das wird noch nicht mal spontan einem Arzt erzählt, man muss nachfragen. Und dann ergibt sich das manchmal. Was ich erzählen möchte, ist, dass es einfach einen linearen Abfall des Testosterons gibt und von Mann zu Mann unterschiedlich kommt es zu unterschiedlichen Lebenszeiten zu einem Absinken des Testosterons unter einen gewissen Spiegel, unterhalb dessen man merkt, dass er dass irgendwas anders ist. Und das, was er hauptsächlich merkt, das, was man als erstes merkt, ist ein Vitalitätsverlust. Ja, also wir sind eigentlich vom Mann gewohnt, dass der mit einer gewissen Werf, mit einer Vitalität bestimmte Schritte unternimmt und sagt, das machen wir hier, das machen wir da. Mhm. Und diese Vitalität nimmt ab. Und das merkt man, der dann sagt, ich habe nicht mehr so viel, ich bin nicht mehr leistungsfähig. So, und dann werde ich im Gespräch dann etwas genauer und frage, welche Leistung meinen Sie? Ja, das könnte nämlich sein, dass er seine Muskelkraft meint. Es gibt Männer, die in dieser Phase sagen, meine Muskeln werden weniger oder ich muss, wenn ich dieselben Übungen im Fitnessstudio mache, um fit zu bleiben, kommt nicht mehr so viel dabei raus. Oder ich frage, meinen Sie die mentale Leistungsfähigkeit? Und die lässt eben unterhalb dieser Schwelle auch nach. Man ist stressanfälliger, es gibt Kreativitätsverluste, es gibt depressive Grundhaltungen oder so depressive Verstimmungen. All das ist denkbar, wenn wir uns so die geistige Leistungsfähigkeit anschauen. Und dann gibt's die sexuelle Leistungsfähigkeit. Dafür ist Testosteron auch in der Laienwelt bekannt. Es ist ja das Libido-Hormon schlechthin. Und da frage ich also dezidiert nach, welche Leistung meint der Mann, wenn er sagt, ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Es kann alle drei betreffen und es kann auch nur einen Teilausschnitt davon betreffen. Die meisten Männer reagieren allerdings erst dann, wenn es die sexuelle Leistungsfähigkeit betrifft. Und das ist dann schmerzlich und führt inzwischen mehr und mehr Männer auch in die Therapie von Hormoncoachen zum Beispiel, die sich des Themas annehmen. Das war vor 20 Jahren, waren das noch ganz, ganz wenig Exemplare der Männer, die diesen Weg gewählt haben. Das wird mehr. Also da gibt es eine deutliche Akzeptanz der Öffentlichkeit gegenüber Erektionsproblemen des Mannes. Und da kann man schauen, inwieweit das eine hormonelle Ursache hat. Und würdest du dann auch beim Mann zum Beispiel eine Hormonersatztherapie dann empfehlen? Oder kommt es dann auch individuell natürlich drauf an? Also, da bin ich auf demselben Pfad wie bei den Frauen, der da heißt, es fällt zwar häufig erst bei der Sexualität auf, dass dieses Hormon fehlt, aber die gesamte Spannbreite des Hormons, Testosteron, ist so viel größer als einzig die Sexualfunktion. Ja? Die Sexualfunktion ist eine wichtige Funktion in unserem Leben. Bei Männern noch einen Takt wichtiger als bei Frauen.
Aber es ist nicht die einzige Funktion, die uns Testosteron zur Verfügung stellt, Männern wie Frauen übrigens. Ne? Es hat ganz viel zu tun mit mentaler Klarheit, mit Gedächtnis, mit Stimmung, mit Kreativität. Es hat ganz viel zu tun mit unserem Herzen, mit unseren Gefäßen. Testosteron ist das Organ, was Muskelwachstum bringt. Das heißt, es würde auch unsere Herzfunktion verbessern. Es würde die Tendenz an koronarer Herzkrankheit zu erkranken verbessern. Und ich würde mich so freuen, wenn mehr Kollegen von mir, die kardiologisch arbeiten, sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich nenne Testosteron manchmal ein Kardiohormon, weil man damit so segensreich arbeiten könnte, wenn man denn feststellt, da ist jemand im niedrigen Testosteronbereich, dann macht Substitution einen Sinn. Es macht keinen Sinn, jemandem, der noch satt im Testosteron ist, aber sagt, ich hätte gerne einfach mehr Muskeln. Ja? Dann macht es wenig Sinn, darauf noch Testosteron zu setzen. Aber das macht natürlich ein Teil der Bevölkerung, unsere Bodybuilder. Mhm. Ja? Die Leute, die in die Studios gehen, um deutlich sichtbare Muskelpakete zu bilden, die spritzen sich heimlich dann die männlichen Hormone, damit das Aussehen stimmt. Ja? Über diese Testosteronbehandlung rede ich nicht. Ja. Ich rede darüber, dass der Abfall des Testosterons auch beim Mann dazu führt, dass Mann bestimmte Erkrankungen eher bekommt. Und das muss nicht sein. Das muss bei der Frau nicht sein, es muss auch beim Mann nicht sein. Wenn man sieht, dass dass eine bestimmte Symptomatik damit zusammenhängt, dass das Testosteron abgesunken ist, sei es altersbedingt oder sei es durch eine zusätzliche Stressbelastung bedingt, dann, wenn man das festgestellt hat, macht es außerordentlich viel Sinn, dieses fehlende Hormon zu ersetzen. Ja, auch beim Mann. So spannend. Was ich mich immer wieder frage, ist auch, weil es beim Mann oder bei der Frau, eben bei der Frau die Wechseljahre und beim Mann eben dieses Absinken des Testosteronspiegels, das ist ja eigentlich grundsätzlich etwas Physiologisches, also das die Natur für uns vorgesehen hat. Sprechen wir da von einem gewissen Level unter diesem normalen, sagen wir, physiologischen Abbau? Oder würdest du da sagen, ja, eigentlich alle Menschen sollten da oder fast die meisten sollten da eine Hormonersatztherapie machen? Oder wie siehst du das? Weil ich sage, für mich ist so immer das Gefühl, alles, was physiologisch vorgesehen ist für uns, hat ja auch einen gewissen Sinn. Oder wie siehst du das? Du sprichst etwas an, was häufig in der Arztpraxis auftaucht. Diese Frage, der Alterungsprozess ist doch natürlich. Arbeiten wir nicht gegen die Natur, wenn wir Hormone geben? Und ich verrate dir jetzt mal ein Geheimnis. Auch mit Hormonen altern wir. Wir können den Alterungsprozess nicht wirklich einhalten. Ja, aber was wir durch die Zufuhr der Hormone ändern können, ist die Frage, wie wir altern. Nicht, dass wir altern, sondern wie. Und da gäbe es die Wahl zwischen gesund, mit vollständigem Gebiss ins Gras beißen, oder von einer Krankheit in die andere gehen. Wir haben einfach ein Paket an Erkrankungen, die altersassoziiert sind. Die heißen nicht ansteckende chronische Erkrankungen des Alters. Dazu gehört Diabetes, koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck, Demenz, Osteoporose. Die Krebskrankheit ist auch eine
chronische Erkrankung, die im Alter mehr wird. Mhm. Was habe ich noch vergessen? Die Neigung zu Thrombose gehört noch dazu. Also es gibt ein ganzes Bündel an Erkrankungen, die korrelieren fast linear mit dem Alterungsprozess. Und noch genauer gesagt, korrelieren sie mit dem Mangel an steroidalen Hormonen. Wenn wir also die Wahl haben, in unserer heutigen Zeit in einem dauernden Erkrankungsprozess zu altern oder gesund zu altern, ist meine Wahl, dass ich gesund altern möchte und dass ich diese Erkrankungen gerne auslasse. Ich brauche die nicht unbedingt. Ich kann nicht alle Krankheiten aus meinem Leben fernhalten. Aber es gibt Krankheiten, von denen man weiß, dass sie im Alter häufig auftauchen und auf einmal so wie vom Himmel auftauchen. Auf einmal ist der Bluthochdruck da, auf einmal ist der Diabetes da, auf einmal ist die Osteoporose da. Und wenn ich das also weiß, dass diese Erkrankungen in einem sehr hohen Prozentsatz dann auftauchen, wenn die Hormone nicht ausreichend da sind, dann denke ich, kann ich mit der Ersatztherapie dieser Hormone eine Menge Gutes stiften. Wer dann immer noch sagt, auch der Alterungsprozess mit seinen Erkrankungen ist was Natürliches, der mag diesen Weg gehen. Da gibt es keinen Muss, ne? Und da sage ich dann immer noch ein bisschen scharf hinterher, der darf ruhig vertrocknen wie eine Rosine. Ja, das ist, jeder Mensch darf das entscheiden. Ja. Ja, also gut, was ich jetzt dazu noch sagen möchte ist, also ich glaube, meine Ansicht oder meine Überzeugung, aber das ist sehr persönlich, ist auch, dass eben das Altern irgendwie auch ein Spiegel dessen ist, wie wir gelebt haben. Also ich denke, wenn wir Jahre, Jahrzehnte lang geraucht, Alkohol getrunken haben und Raubbau getrieben haben, dann altern wir wahrscheinlich auch anders. Und dann ist eine Hormonersatztherapie dann vielleicht einfach ein Pflaster. Also für mich gehört schon auch die ganzheitliche, ja, dass man nicht den Leuten sagt, ja gut, macht mal, lebt mal, wie ihr möchtet, und dann machen wir dann einfach eine Hormonersatztherapie. Also weißt du, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, die andere Seite, die ist doch auch wichtig, oder wie siehst du das? Ja, ich wäre nur ein bisschen vorsichtiger mit dieser Sicht auf Menschen, die erkranken. Da schwingt mir etwas mit, was da heißt, hast doch selbst Schuld. Hättest du doch anders gelebt, dann wäre das nicht passiert. Das meine ich nicht, sondern ich meine... Ja, also ich will das nur sagen, dass ich das gerade gehört habe. Okay. Und dass ich an der Stelle immer ein bisschen empfindlich reagiere, weil ich weiß, dass Krankheiten manchmal kommen, selbst bei bester Lebensführung. Ja, nein, aber ich meine einfach, wir können das voraussetzen. Ja, nein, das... Und dann will ich dir noch eins sagen, dass ich viele Patienten hatte, die sich wunderbar verhalten haben. Nie geraucht, ganz gelegentlich mal Alkohol, von der Ernährung immer im gesunden Bereich waren. Und die kommen dann mit paar und 60 und haben auf einmal einen Wirbelbruch. Bei bester Lebensführung. Und an der Stelle reden wir nicht über Leute, die ihr Leben lang gesoffen haben und zu viel Süßes gegessen haben und dann Diabetes entwickeln, sondern wir reden über Erkrankungen, die auftreten auch, wenn man sich so gut verhält seinem Leben gegenüber, tritt trotzdem durch den Hormonmangel etwas auf und das heißt Verlust von Organmasse. Okay. Zum Beispiel im Knochen. Und an der Stelle widerspreche ich dir ganz klar, ja, dass wir da nicht so ein Schwarz-Weiß-Bild machen. Von den Menschen, die durch ihre eigene Lebenshaltung selbst schuld sind, wenn sie krank sind im Alter. Und denjenigen, die als Gutmenschen, sage ich jetzt mal auch wieder Schwarz-Weiß, sich toll verhalten haben. Und natürlich altern und 120 Jahre alt werden.
So ist es eben nicht. Ja. Sondern wir haben Krankheitsentwicklungen ab der Menopause bei Frauen, die sich völlig richtig, ne, interessant, dass da das Wort richtig fällt, die sich äußerst gesund in ihrer Lebenshaltung verhalten. Also weißt du, nur das, um das wirklich auch noch klarzustellen, ich meine, ich habe das nicht gemeint, dass die sind selber schuld, aber ich wollte mehr sagen, wir können auch etwas dafür tun mit unserer Lebensführung, oder? Vielleicht jetzt nicht, dass wir keine hormonelle Disbalance bekommen, aber genau, dass unser System einfach in einem anderen Zustand ist, oder? Da hast du völlig recht. Da ist jeder seines Glückes Schmied. Dafür gibt es die gesunde Ernährung. Dazu gibt es ausreichende Bewegung. Ausreichend Schlaf gehört für mich auch dazu. Ja, dass man besser in Balance ist. Aber was diese Lebenshaltung nicht kann, verhindern, dass der Eierstock weggeht. Das ist eine falsche Sicht. Und ja, die führt dazu, dass manche Frauen sagen, ich ernähre mich gut, ich mache meinen Sport, ich schlafe auch gut, ich brauche keine Hormone. Mhm. Und da, denke ich, ist eine Sicht, die aufgeklärt gehört. Ja, da hast du mich jetzt gerade auch aufgeklärt, weil ich habe gedacht, ja, das braucht es in speziellen Fällen, wo das alles ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und da muss ich nochmals wirklich drüber nachdenken. Du hast mich jetzt, ja. Dafür ist es ja toll, dass wir uns unterhalten. Ja, absolut. Das, was absolut du denkst, denken ja mit Sicherheit ein hoher Prozentsatz der Zuschauer jetzt. Ja? Also Gleichgewicht halten kann man, wenn man alle Organe fürs Gleichgewicht hat, wenn man zwei gesunde Beine hat, auf denen man stehen kann, und wenn hier oben alles so gerichtet ist, dass das Gleichgewicht eingestellt werden kann. Ja. Wenn aber ein Organ davon fehlt, angenommen, es fehlt dir ein Bein, dann fällst du aus dem Gleichgewicht. Und dann ist das nicht mehr so alles nur eine Balance-Sache. Mhm. Und das ist das, was mit Frau passiert im 50. Lebensjahr. Ja. Oh, bei manchen ein bisschen früher, bei manchen ein bisschen später. Und beim Mann eben auch. Beim Mann geht auch die Produktion runter. Und dann ist das mit der Balance nicht mehr so. Es gibt das Organ, es gibt den Stoff nicht, den man braucht, um die Balance zu halten. Ja. Also du hast das jetzt sehr, sehr, sehr eindrücklich auch für mich. Ich muss da wirklich auch nochmals vielleicht umdenken, erklärt. Und was würdest du dann empfehlen jetzt noch zum Abschluss, dass man wirklich ab dem 50., zwischen 50 und 60 so einmal wirklich auch seinen Hormonstatus bestimmen lässt und dann schaut, was es braucht? Du meinst jetzt Mann? Beide, Mann und Frau. Bei Frau wissen wir durch den Verlust der Menstruation, da weiß Frau, ich bin in den Wechseljahren. Ja, ja. Ja, da müssen wir nicht sagen, du musst mit 50 zum Arzt oder so. Ja, aber dann doch mal schauen, was es braucht. Ne? Und wenn die Wechseljahre da sind und wenn man seine Menstruation verliert, auch ohne Beschwerden, 30% der Frauen haben keine Beschwerden, wenn sie in die Menopause kommen, was nichts zu tun hat mit Lebenshaltung. Mhm. Ja, 70% haben Beschwerden, 30 haben keine, und die Lebenshaltung ist absolut nicht damit korreliert. Mhm. Da kann man sagen, Frau möge bitte spätestens, wenn die Menstruation ausgefallen ist, mit ihrem Gynäkologen, mit ihrem Hausarzt, noch besser mit einem Hormoncoach reden, mit der Frage, was man machen soll. Mein Rat ist Hormonersatztherapie bei der Frau mit und ohne Beschwerden, denn es geht um Vorbeugung von Alterskrankheiten. Und beim Mann kann man sagen, also der Mann merkt irgendwann was. Man müsste so ein bisschen die Sensibilität schleifen, dass ein Mann, der was merkt, das nicht wegtut. Ne? Das ist ein bisschen schwierig, weil für den Mann seine körperliche Funktion so wichtig ist, dass er eigentlich erst zum Arzt kommt, wenn die körperliche Funktion nicht mehr da ist. Ja. Und da möchte ich sensibilisieren,
dass auch eine geistige Leistungsfähigkeit abnehmen kann und dass auch das Bezug hat zu den Hormonen. Also an der Stelle würde ich sagen, immer dann, wenn Leistungsfähigkeit, sei es muskulär, mental oder sexuell eingeschränkt ist, dann spätestens mal einen Hormoncoach aufsuchen, um zu gucken, ob es daran liegt. Wunderbar. Also das war wieder sehr, sehr lehrreich, für mich persönlich auch. Und jetzt natürlich, du bildest ihn jetzt noch aus, du hast dich aus der praktischen Tätigkeit zurückgezogen. Und da werden eben auch Hormoncoaches ausgebildet. Da ist auf deiner Homepage auch ersichtlich, wo diese zu finden sind. Ja, also wer daran Interesse hat, da tiefer einzusteigen, möge auf meine Webseite gehen, www.hormoncoach.com. Da habe ich alles abgebildet, was ich an Ausbildungen in die Welt gestellt habe, um einfach die Botschaft weiterzutragen. Ich halte es für so wichtig, dass die Menschen darüber informiert sind. Absolut. Und noch dein wunderbares Buch müssen wir auch erwähnen, das auch für Laien lesbar ist. Kannst du vielleicht den Titel nochmals erwähnen? Ja, heißt Hormoncoach erlernen und gezielt anwenden und ist ein Buch, was auch Laien lesen können und was Verständnis für den Körper gibt. Und vielleicht ist es wert, das als erstes zu lesen und dann entscheidet man, ob man zum Arzt geht. Ja. Aber es ersetzt den Arzt nicht. Also ich werde es auch mal lesen, weil ich sehe auch, ich habe noch viel zu lernen. Vielen Dank, liebe Marianne, warst du bei uns. Wieder sehr, sehr, sehr inspirierend. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe wirklich viel gelernt und werde mich da weiter rein vertiefen. Ich hoffe, Sie konnten für sich auch etwas rausziehen. Ich freue mich auf ein anderes Mal. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.